Für mich steht Primation für Stillstand. Völlig veraltet, aber nicht oldschool. Immer dabei gewesen, aber irrelevant. Durch Einzelleistung nie geglänzt. Als Mike Snoop Dogg ohne Carmen gründet ihr den rosa Rahmen. Es läuft in gewohnten Bahnen. Verkleidet und mit anderen Namen, anderen Raps und anderen Stilen konntet ihr es schaffen, eine Fangemeinde zu erschließen. Schön den rosa Rand für die Gruppe hochgehalten. Nur nicht gemerkt, dass ihr ihn haltet und die anderen beiden drinnen stehen. Doch es war einfach, denn jetzt kamen ja die Klicks rein und man wurde wiedererkannt. Denn man will ja auch kein Licht sein, Erfolg mit etwas anderem. Ihr fangt an, mir leid zu tun. Denn das war 0% Primatune. All die Jahre nichts gelernt, reiß jetzt mal. Mit über 30 im Rap Fuß fassen wird schwer. Peilt das mal. Doch sie sagen sich, mal schauen, ob wir's doch können. Doch nein, ihr konntet's nie, könnt's nicht und werdet's niemals können. Ich guck zu euren Clip und darauf könnt ihr heftig sein lassen. Kam ein Bruder rein und meinte, sind das die mit den hässlichen Masken? Ich so, nein, Mann, die sind am Vegetieren. Musik aus der Gewohnheit, seht ein, dass ihr tot seid. Und es zeigt, dass man euch mal sagt, ein Hobby kann man sein lassen. Einfach was anderes suchen, einfach was Neues machen. Mel und Moon, beste Crew, langsam weiß es jeder. Und wer ernsthaft noch hatet, ist ein Hater. Und es wird zeigt, dass man euch mal sagt, ein Hobby kann man sein lassen. Muss man nicht immer versuchen, kann man auch sein lassen. Mel und Moon, beste Crew, langsam weiß es jeder. Und wer ernsthaft noch hatet, ist ein Hater. Ey, und dann steht ihr da wie dick und doof mit Wasserkopf am Straßenrand. Ihr rappt zwar doppelte Geschwindigkeit, aber habt trotzdem eure Bahn verpasst. Ey, gibt's auch zu, diesen Effekt, der da den Kopf groß macht. Habt ihr in Wirklichkeit doch nur bei Fit und nicht bei Fett gemacht. Alter, pur auf eure Köpfe. Denn wenn ich sowas seh wie euch, drück ich auf ein paar Knöpfe in meinem Kopf, um es zu löschen. Macht auf schwul und sagt danach nur Homo. Doch wenn ihr vor Gericht seid und nichts als die Wahrheit sagen sollt, hä, was sagt ihr dann? Eure Probleme sind sehr tiefliegend und bevor ich noch lüge, kriegt ihr beiden jetzt von mir eine Analyse eurer Psyche. Okay, seid mal jetzt alle ruhig. Ihr seid Spasten. Psychoanalyse beendet. Und es wird Zeit, dass man euch mal sagt, ein Hobby kann man sein lassen. Einfach was anderes suchen, einfach was Neues machen. Mel und Moon, beste Crew, langsam weiß es jeder. Und wer ernsthaft noch hatet, ist ein Hater. Und es wird Zeit, dass man euch mal sagt, ein Hobby kann man sein lassen. Muss man nicht immer versuchen, kann man auch sein lassen. Mel und Moon, beste Crew, langsam weiß es jeder. Und wer ernsthaft noch hatet, ist ein Hater. Ey, Primatune, was bitte habt ihr im Achtel für nen Scheißversuch? Double Time rappen wollen und Double Time rappen können sind zwei Paar Schuh. Geile Crew, zwei verkleidete Backup-Rapper von Mikes und suchen nach Hype, aber scheißen sich ein auf dem eigenen Beat. Ich mein ja nur, denn wie bitte wollt ihr das live versuchen? Wenn ihr beide am Mike in der eigenen Booth, am eigenen Flow versagt, bin ich sicher, das wird live echt gut. Am Mike muss dieser fettleibige Pet Riot, wenn ein Text einrappt, den Text nicht festhalten. Er klebt ihn einfach in seine Speckfalten auf der Stirn. Und während der Dicke nach zwei Zeilen schwitzt, sitzt Fitbits, daneben macht Business im Forum, bis er sich in seinen Slip jizzt. Spritz, spritz, was echt schon ein bisschen wack ist, wenn man denkt, man wäre ne Crew, doch nur Mike und Egg für uns Rettungsring für Splashes. Und wie witzig dieser Pet ist, bringt mir nix, wenn der andere dermaßen behindert ist, dass ich schon wieder tun muss. Sorry. Kraftfitritz, die Quali habt ihr voll verkackt, im Achtel habt ihr voll versagt, gewonnen, ja, was soll ich sagen, läuft bei euch, ihr Bitches. Pet labert von Quantenflow, Quantenflow. Du hältst jetzt deine Schnauze, Moon, die zwei mach ich alleine tot. Zurück zum Thema, was für Quantenflow. Fat Ride, Tech weiß, dass er ein Vogel ist, doch er hackt dich Elefantenpot. Und Fitritz, was los mit dir, 10 Jahre Rap-Karriere, doch nix ist, du bist immer noch dasselbe 10. Rad am rosa Rand, ist schon witzig, wie du immer noch Beef hast mit diesem Vierteltag. Doch du bist echt ein Kämpfer und versuchst es weiter, ja, Mann. So gehört sich das. Wenn das, was wir machen, Comedy-Rap ist und ihr wieder frontet mit Technik, doch wieder Rap wie im Achtel, denk ich, dass das bei euch eher Comedy-Rap ist, Punkt. Ihr könnt uns fronten, bis Pat wieder voll geschwitzt am Mic kollabiert. Wie soll uns das treffen? Wir haben doch im Achtel von euch Props gekriegt. Dankeschön, war ja auch nicht das erste Mal. Ihr Hobbyköche kriegt halt nichts gebacken, bevor ihr frontet, geht mal Kommis löschen. Den Rappern, die nach 10 Jahren rappen, nicht rappen können, geben mich und dieser Moon einen Tritt mit dem Fuß.